meine lieben Freunde, besonders ihr, die gerade zuschaut, entschuldigt, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt. Die letzten Monate waren Arbeit, einfach nur Arbeit. Nächte habe ich über Sternkarten gebeugt am Schreibtisch verbracht, habe den Himmel beobachtet, bin den Bewegungen der Gestirne gefolgt, habe Zusammenhänge gesucht. Warum bewegen sich die Sterne? Manche meinen, der Himmel würde sich in der Erde spiegeln und die Erde im Himmel. Man müsste es nur lesen können. Ob da was dran ist? Was glaubt ihr? Gibt es einen, der sieht, der dort oben lenkt, was hier unten geschieht? Wenn man Nacht für Nacht in den Himmel schaut, dann hat das etwas von einem Gottesdienst. Das Firmament, so weit, so majestätisch, ein einziges Blinken und Blitzen. Und wenn ich dann an mein kleines Leben denke, das vor allem darin besteht, mein Soll zu erfüllen, dann frage ich mich hin und wieder, ist das wirklich alles? Müsste es nicht mehr geben? Ihr seht, das sind keine Fragen, die sich in mathematischen Gleichungen oder nach den Gesetzen der Logik lösen lassen. Etwas komplett Neues also für mich. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich weiter bin. Meine lieben Freunde, letzte Woche habe ich zwei Kollegen kennengelernt, die mir auf Anhieb sympathisch sind. Wir sind auf etwas gestoßen, das mich nicht mehr loslässt. Sie nach Osten, Jupiter und Saturn, sie wandern aufeinander zu. Es scheint, als wüchsen sie zusammen.
Was kann das bedeuten? Haben wir uns gefragt. Und ich habe ein paar schlaflose Nächte lang alte Schriften gewälzt. Ein Stern wird aufgehen, las ich dort, und ein Zepter aus Israel aufkommen. Nun ist Jupiter der König der Sterne und Saturn das Schutzzeichen Israels. Diese Konstellation steht im Sternbild der Fische, was ganz ungewöhnlich ist. Könnte das heißen, ein neuer König wird geboren, aber nicht hier, sondern in Israel? Ein besonderer Herrscher müsste das sein, wenn die Sterne seine Boten sind. Ich weiß selbst nicht, warum mich das so bewegt. Es erscheint mir wie ein Zeichen. So lange habe ich Ausschau gehalten, ohne zu wissen, wonach. Es ist, als sagte nun jemand zu mir: Bitte schön. Da hast du, wonach du so lange gesucht hast. Nur, was mache ich jetzt damit? Ich melde mich wieder bei euch. Ich bin jetzt mit den beiden Königen verabredet. Wir wollen ein bisschen zusammen weggehen. Sie sind ebenso fasziniert von diesem Stern wie ich und ebenso ratlos. Vielleicht kommen wir gemeinsam weiter. Meine lieben Freunde, es ist Abend und die Luft riecht feucht und kühl und würzig. Vollkommen still ist es. Nur das Schnauben der Kamele höre ich von Zeit zu Zeit. Ihr fragt euch, wo ich bin? Auf der unglaublichsten Reise, die ich je begonnen habe. Ich folge dem Stern.
die beiden Kollegen an meiner Seite. Wir sind einfach aufgebrochen. Wieder alle Vernunft. Das muss verrückt klingen. Ich finde mich selbst verrückt. Wenn die Leute fragen, wohin wir wollen, dann sagen wir, dass wir den neuen König suchen. Wir sind auf einmal Utopisten, Visionäre. Wir haben weder Beweise noch Garantien in der Hand. Wir werden angezogen von einem, dessen Namen wir nicht einmal kennen. Es ist ein riesengroßes Abenteuer. Aus den alten Schriften habe ich mir eine Prophezeiung herausgeschrieben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, so heißt es dort. Sagt selbst, klingt das nicht schön? Ich habe beschlossen, das Ganze wie eine mathematische Frage zu behandeln. Probehalber gehe ich von der Annahme aus, es könnte wahr sein. Meine lieben Freunde, jetzt sind wir bald 2 Monate unterwegs. Ihr glaubt nicht, was ich auf dieser Reise bereits alles erfahren habe. Ein Vielfaches von dem, was ich je in meinen Studien lernte. Es ist eine Reise nach innen. Ich bin auf der Spur. Ich bin Menschen begegnet. Ich habe gelernt, von ihnen zu lernen, indem ich nichts will, sondern offen aufnehme, was mir entgegenkommt. Aber darüber habe ich unser Ziel nicht vergessen, den neuen König.
Gestern haben wir einander unsere Geschenke für ihn gezeigt. Das war spannend, weil sie etwas von unseren Wünschen verraten. Einer von uns bringt ihm Gold, weil nur Gold eines Königs würdig ist. Glanz und Herrlichkeit sieht er darin. Mein anderer Weggefährte hat Weihrauch ausgewählt, weil er glaubt, dass dieser König nicht nur ein Mensch ist, sondern etwas Göttliches. Und ich habe Myrrhe dabei, weil sie Schmerzen lindert und heilt. Ich dachte, niemand ist so groß, dass er unempfindlich ist gegen Leid. Merkwürdige Geschenke sind das, nicht wahr? Sie erinnern mich an das Wertvollste, das Heiligste, das Verletzlichste, was wir haben. Ich bin wirklich neugierig, wohin uns das alles führt. Meine lieben Freunde, manchmal halte ich mich selbst für naiv. Wir suchen nach einem neuen König. Anders soll er sein. Ein Herrscher, der nicht herrscht. Von einem, der das Unten zum Oben macht, träumen wir. Der das Kleine groß macht. Und wohin sind wir gegangen? Dorthin, wo die Macht ist, nach Jerusalem. Herodes hat uns empfangen. Wir haben ihn nach dem Neugeborenen gefragt. Und er wusste von nichts. Aber er wurde sofort hellhörig. Ein anderer Herrscher? Thank you.
Er rief seine Gelehrten zusammen und die fanden diesen Spruch. Und du, Bethlehem, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Nun war er ausgesprochen interessiert. Alles wollte er aus uns herausbekommen. Er lobte unsere wissenschaftliche Arbeit, unsere Zähigkeit, unseren Abenteuergeist. Alles Worte, für die wir höchst empfänglich waren. Er stellte uns sogar in Aussicht, in seinen Dienst zu arbeiten. Wir sollten nur wiederkommen und ihm alles berichten. Spürte die ganze Zeit ein Unbehagen. Es war, als müsste ich mich entscheiden zwischen Anerkennung, Status und Geld gegenüber der Ungewissheit einer Suche nach dem, wonach mein Herz ruft. Seit wann bin ich anfällig für derlei Empfindungen? Ich wundere mich wirklich über mich selbst. Thank you.
Meine lieben Freunde, was für ein Unterschied. Erst dieser überwältigende Palast, all die hübschen Menschen, Glanz und Licht, wohin das Auge reicht. Und nun diese kleine Hütte, eng und stickig. Und dann diese einfachen Leute, die junge Frau und dieser ganz schweigsame Handwerker. Da standen sie also mit einem neugeborenen Kind auf dem Arm. Das sollte alles sein. Das sollte wirklich alles sein. Dort schien aber auch gar nichts besonders zu sein. Ich fühlte mich betrogen um ein großes Erlebnis. Hier ein König? Unvorstellbar. Wir blieben dennoch. Allein schon, weil wir den ganzen Weg nicht einfach umdrehen wollten. Wir redeten wenig, vor allem aber schauten wir. Thank you.
Wir schauten das Kind an. Und plötzlich dachte ich, ein König. Stell dir mal vor, ein König, der deines Schutzes bedarf. Ein König, der dort wohnt, wo die meisten wohnen. Ein König, der selbst noch wachsen muss. Und denkt euch, wir wüchsen mit ihm und all unsere bescheidenen Anfänge auch. Liebe Freunde, in dieser Nacht hatte ich einen Traum. Ich hörte eine Stimme, die sagte: Geh nicht zurück zu Herodes. Und ich sah einen neuen Weg. Auf dem befinden wir uns nun. Ich muss das alles bedenken. Nein, ich übe, die Dinge in meinem Herzen zu bewegen. Den Stern trage ich bei mir. Er leuchtet immerfort.